Was macht eine Produktvorstellung so richtig glaubwürdig? Zuallererst mal sollte der Vorstellende das Produkt selber in der Hand halten. Zum Zweiten wäre es klasse, wenn er es schon mal benutzt hat. Und zum Dritten wäre es natürlich richtig glaubwürdig, wenn er sich selber gekauft hat, weil er es einfach richtig klasse findet. Mit anderen Worten, wir können heute ruhigen Gewissens über den Studioklassiker HD25 von Sennheiser sprechen und schauen uns heute mal an, wie der sich in den 25 Jahren, seitdem ich ihn erstanden habe, wohl im Vergleich zu heute verändert hat. Oder ob er noch genauso gut ist wie damals. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventkalender. Mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender 2020 und der HD25 von Sennheiser ist so ein bisschen das Kopfhörer-Pendant zu den NS10M von Yamaha, zu den Studiomonitoren, ohne die kein Studio vollständig ist. Kommst du in ein Studio rein, wenn da nicht die Boxen mit den weißen Pappen stehen, dann fühlst du dich schon nicht wohl und kein Studio ist vollständig, wenn es nicht mindestens einen HD25 an Bord hat. Dieser Kopfhörer ist vor 32 Jahren schon auf den Markt gekommen, 1988, und hat dann über die DJ-Szene seinen Weg in die Profimusik gefunden. Und ehrlich gesagt, es gibt, glaube ich, in Deutschland kein Mischpult, kein Live-Mischpult, keinen DJ, wo nicht mindestens ein HD25 rumliegt. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Dieser Speaker ist zunächst einmal ohraufliegend und dementsprechend sehr dicht. Wenn ich den aufsetze, höre ich von draußen schon mal relativ wenig. Schon mal gut, vor allem was DJs angeht. Wenn ich aber zum Beispiel dafür sorgen möchte, dass ich nur auf einer Seite höre, damit ich mit der anderen Seite das ungefähr verfolgen kann, was da am Start ist, dann kann man hier zum Beispiel eine Seite einfach wegklappen, sehr praktisch. Und damit ist der Speaker auf der linken Seite noch auf dem Ohr und auf der rechten Seite ist er dann nicht mehr da. Diesen Kopfhörer habe ich jetzt seit 25 Jahren und das habe ich ihn unter anderem, oder ich habe ihn unter anderem seit 25 Jahren, weil ich einfach seinen Klang mag. Das ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte, da kann ich dir natürlich nicht reinreden, aber ich kann dir ein paar andere Vorteile vom HD25 mal erklären, denn unter anderem ist dieser komplette Kopfhörer modular. Mit anderen Worten, du kannst alles austauschen, was du hier siehst. Vom Kabel über diese, kann ich hier mal zeigen, über den schönen Schaumstoff beziehungsweise hier das Velour, was du hier siehst, kann man den Schaumstoff in Velour kaufen, dann hier die Einlage, die du hier siehst, der Schaumstoff, der hier drin ist, du kannst den Speaker neu kaufen, wenn der durch ist, du kannst den Bügel, den man aufklappen kann übrigens auch, kann man auch kaufen und das Kabel wird praktischerweise sogar hier im Bügel verlegt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier, ich muss nochmal gucken, Scharfstellen, hier im Bügel läuft das Kabel, mit anderen Worten, man kann es hier schön unsichtbar verlegen, dann wieder zusammenklappen und man kann auch alles nachkaufen, unter anderem hier sind, wir können es vielleicht hier auf der Verpackung sehen, hier auf der Verpackung siehst du vielleicht, dass hier ein Schaumstoff im Bügel drin ist, der den schönen Sitz von diesem Kopfhörer sicherstellt. Dieser Schaumstoff ist bei meinem Kopfhörer nicht mehr da. Ich habe ihn aber schon als Ersatzteil nebenan liegen. Ich muss ihn eigentlich nur noch einklemmen und damit wäre mein HD25 nach 25 Jahren fast wie neu. Mit anderen Worten, dieses Ding ist unkaputtbar. Wenn was kaputt gehen sollte, dann tauschst du es einfach aus. Ich finde ihn aber sowieso sehr praktisch, weil er eben sehr dicht ist. Vor allem mag ich ihn sehr gerne zum Einsingen. Man hat einen sehr direkten Sound, wenn man ihn auf den Kopf setzt. Hat man einen sehr direkten Sound und hat eine gute Kontrolle über das, was man singt. Zudem hat er dieses Kabel auf der rechten Seite. Nun, jetzt benutze ich den schon sehr lange. Das heißt, ich bin es gewohnt, das Kabel auf der rechten Seite zu haben. Es gibt aber auch durchaus Kopfhörer, die haben das Kabel auf der linken Seite und die bringen mich immer komplett durcheinander, weil ich mich einfach so an den HD25 gewöhnt habe. Was ist noch klasse am HD25? Ich versuche mal nur die positiven Seiten aufzuzählen. Die negative gibt es gleich bestimmt auch noch. Mal gucken, vielleicht fällt mir noch eine ein. Positiv ist vor allem, dass er auch sehr klein ist. Das heißt, man kann ihn zum Beispiel im Flugzeug mitnehmen. Er wurde unter anderem, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar als Kopfhörer in der legendären Concorde eingesetzt. Da hat man dann auf jeden Fall einen super Sound gehabt, denn der Sound von dem Ding ist auch wirklich sehr ausgewogen, ein bisschen bassbetont. Deswegen mischen würde ich darüber nicht. Das habe ich schon mal ausprobiert, aber der Mix ist nicht gut geworden. Es ist mehr so, dass es eine gute Gegenreferenz ist. Man kann zum Beispiel den Bassbereich damit gut abhören oder wie gesagt, zum Einsingen ist er eine Wucht, weil er einfach so dicht ist, dass da nichts schief geht. Man kann ihn auch verstellen. Hier kann man ihn verstellen. Man kann ihn für richtig große Köpfe anpassen. Man kann ihn auch bequemer machen, indem man das hier einfach aufklappt und dann einen bequemeren Sitz auf dem Kopf hat. Mit anderen Worten, das Teil ist wirklich von vorne bis hinten gut durchdacht und nicht ohne Grund eine Legende, nicht nur bei DJs geworden, sondern in jedem Studio auch. Jetzt ist er aber 25 Jahre alt. Wollen wir doch mal schauen, ob er sich verändert hat im Vergleich zu einem brandneuen. Und ich lege mal meinen zur Seite und hole wie durch Wunder hier einen verpackten HD25 raus. Warum ist der noch verpackt? Ganz einfach, der ist Teil unseres Gewinnspiels hier im Adventskalender. Mit anderen Worten, du hast die große Chance, diesen Kopfhörer zu gewinnen.
Der ist brandneu noch eingepackt. Das heißt, wir machen jetzt auch so eine Art Unboxing und gucken mal, wie der HD25 dich heutzutage erreichen würde. Und das mache ich mal. Ich habe hier extra eine Kamera aufgestellt. Die haben wir ja gerade schon einmal gesehen. Und ich mache ihn mal auf. Gucken, dass ich das hier irgendwie aufgedröselt kriege. Und dann gucken wir mal, wie der HD25 sich heutzutage präsentiert. So, Klappe auf. Und, ja, er ist sehr schön verpackt. Folie, Papier, würde ich sagen. Bedienungsanleitung, das war es im Prinzip schon. Aber immerhin ein grinsendes Gesicht, ne? Der Sennheiser grinst dich auf jeden Fall an. Sehr schön gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was hier tatsächlich dabei ist. Habe ich gerade schon gesagt, wie du gewinnen kannst? Jeder Kommentar unter den Videos hier im Recording-Blog nimmt teil am Gewinnspiel. Und du kannst natürlich nicht nur den HD25 gewinnen, sondern unter anderem auch ein Großmembranmikrofon von Sennheiser, das MK8. Ein Überraschungspaket vom Music Store Professional. Und auch noch ein kostenloses Mastering von unserem Freund Björn Schlüter aus dem Storia Mastering Studio. Und als wenn das noch nicht genug wäre, lege ich auch noch eine Premium-Mitgliedschaft in meinem Recording-Blog oben drauf. Mit anderen Worten, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist übrigens der 30. Dezember. Um 20.30 Uhr gibt es einen großen Livestream, wo wir uns das Jahr nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und dann natürlich auch das Gewinnspiel auflösen. Jetzt knistert es aber, ich muss den HD25 auspacken. Und gucken wir mal hier auf der Kamera. Also, der HD25 sieht, ehrlich gesagt, genauso aus wie vor 25 Jahren, als ich ihn bekommen habe. Hier ist dieser Schaumstoff, den ich gerade erwähnt habe. Das heißt, hier liegt er noch mal ein bisschen bequemer, auf jeden Fall auf dem Kopf drauf auf. Und auch hier, man kann ihn aufklappen. Das Kabel läuft wie gewohnt im Bügel. Sehr schön. Und das Geile ist halt, man kann halt wirklich alles austauschen, ne? Hier kann man zum Beispiel das Kabel einfach abmachen. Und dafür sorgen, dass es wieder dran gesteckt wird, wenn man das Kabel kaputt hat. Einfach austauschen, reinstecken hier auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hier ist noch mit einem Adapter, der Klinke-Ding. Und ich setze ihn mal auf und guck mal, ob er genauso dicht ist wie früher auch. Ne, wieder richtig rum aufsetzen. Rot ist rechts und links ist Mono, alte Regel. Ne? Rot ist rechts und links ist Mono. Ja, kleiner Sprechtest. Ja, 1, 2. Ja, genauso dicht. Genauso dicht wie früher. Angenehm. Ah, ich muss sagen, ich habe diese Velourkissen hier drauf, die ich mir mal gekauft habe. Die sind ein bisschen bequemer. Tatsächlich sitzen die ein bisschen schöner. Die schmiegen sich ein bisschen mehr an. Das heißt, vielleicht müsste man die Standardkissen sogar austauschen. Aber wenn es das ist, die sind jetzt auch wahrscheinlich noch ein bisschen hart, weil sie noch nicht eingehört sind oder so. Die fügen sich wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen an. Und ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist im Prinzip, als wenn man einen Golf kauft und wieder auf den Golf einsteigt. Nur, dass dieser hier nicht modernisiert werden musste, weil er eben schon gut war. Klangtest, wie gesagt, sparen wir uns jetzt an der Stelle. Ich gehe davon aus, dass er genauso klingt wie das Original, weil was sollte man da ändern? Und zudem gilt ja auch, Klang ist subjektiv. Mit anderen Worten, einen Kopfhörer solltest du niemals blind kaufen. Nur weil ich dir jetzt erzähle, dass der HD25 ein guter Kopfhörer ist, heißt das noch lange nicht, dass er für dich ein guter Kopfhörer ist. Deswegen meine Empfehlung, geh in den Musikalienhandel deiner Wahl, setz den Kopfhörer auf und bring am besten eine CD mit, die du in- und auswendig kennst, damit du richtig reinhören kannst. Ich habe ja gerade gesagt, Negativbeispiele fallen mir eigentlich keine ein, doch eins fällt mir ein, wenn du den HD25 relativ lange auf den Ohren hast, dann ist es zumindest bei mir so, weil er eben ohraufliegend ist und nicht umschließend, dass er dann immer auf die Löffel drückt. Ne? Du setzt ihn auf, der drückt auf die Löffel und dann nach 2-3 Stunden, da tun die Ohrmuscheln wirklich weh. Das heißt, ich persönlich muss den HD25 nach 2-3 Stunden abnehmen, weil mir sonst einfach hier die Knorpel und die Ohrmuschel einfach so wehtut. Das ist ein kleines bisschen unangenehm, fällt aber wie gesagt erst nach wirklich sehr viel längerem Sitz auf. Das heißt, im Prinzip sollte das kein Problem sein. Dann nimmt man ihn mal ab und macht eine kleine Pause. Ist sowieso angebracht, beim Aufnehmen, beim Mischen immer mal eine Pause zu machen. Und dann sollte das kein Problem sein. Aber wenn das größte Problem ist, dann sollten wir wirklich keins haben. Das Geilste ist allerdings, man kann ja für Kopfhörer wirklich viel Geld ausgeben. Aber dieser Kopfhörer kostet 125 Euro und ist ein kompletter Standard in jedem Studio. Nicht, dass jeder Studio-Standard gut wäre, aber in diesem Fall würde ich mal eine Ausnahme machen. Mit anderen Worten, da kannst du
entgegen meiner Aussage von gerade, könntest du fast blind zuschlagen. Tu dir den Gefallen, probier Kopfhörer vorher aus, damit du den findest, der für dich passt. Aber der HD25 bringt aus meiner Sicht alles mit. Er ist unkaputtbar, man kann alle Ersatzteile ersetzen, deswegen ist er unkaputtbar. Er ist ein Klassiker, nicht zu Unrecht, weil er eben so klingt, wie er klingt. Du kannst die einzelnen Teile wegklappen, damit sie dir nicht auf den Ohren rumliegen, wenn du das eine Ohr beim Einsingen zum Beispiel frei haben möchtest oder du bist DJ, musst ein Ohr frei haben, weil du das Publikum hören. Was soll ich über den HD25 noch sagen? Mach beim Gewinnspiel mit. Freu dich, wenn du gewinnen solltest. Wenn du nicht gewinnen solltest, die 125 Euro solltest du auf jeden Fall sicher haben. Damit kannst du einen schönen, dichten, ohraufliegenden Kopfhörer bekommen und machst definitiv nichts verkehrt. Ich hoffe, das hat dir ein kleines bisschen geholfen. Ich hoffe, das war nicht zu reißerisch, weil letztendlich hält sich meine Begeisterung kaum in Grenzen. Weil, wie gesagt, seit 25 Jahren sind wir treue Freunde und ich werde den Teufel tun, mir einen anderen Kopfhörer zuzulegen, den ich mal so eben mitnehmen kann. Zum Einsingen macht er mir auch am meisten Spaß und selbst an meiner VR-Brille habe ich die Muscheln dran, von daher auch da variabel einsetzbar. So, wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!